Wir sind jetzt finnische Superstars, aber eigentlich gibt es keinen wirklichen Gewinner, oder? Also du hast viel erreicht, ich hab auch das ein oder andere gewonnen. Du warst besser im Stand-Up-Comedy-Club, dafür habe ich mit Lordi was gedreht. Du warst aber in dieser Soap mit Millionen von Zuschauern, also nee, ist Finnland, mit mehreren hundert Zuschauern. Deswegen habe ich mir gedacht, wir müssen eigentlich so einen finalen Wettstreit hier bei uns in der Sendung machen. Oh. Ja. Ah, sowas wie ein Super Bowl. Ja, genau, der Super Bowl. Le Grand Finale. Genau, das große Champions League Finale, das finnische Champions League. Und was ist finnischer Kanzler? Wir haben es schon mal gemacht bei uns in der Sendung. Und da warst du auch dabei. Wir haben mal zwei Saunen aufgebaut. Oh, ja. Und haben der Schweiß ist heiß gemacht. Und ich dachte, das kann doch kein geileres, größeres, grandioseres Finale geben als der Schweiß ist heiß. Reloaded, 2018 Version. Und wenn man der Schweiß es heiß macht, dann braucht man nämlich einen, nämlich Walter Freiwald. Hallo Publikum! Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Schweiße. Seien Sie jetzt dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Schweiß ist heiß. Luke Mockridge, Sie sind dabei. Kabuti, Sie sind dabei! Herzlich willkommen, Sie sind die ersten beiden Kandidaten bei der Schweiß ist heiß. Danke, 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 danke. Faisal, Luke, ausziehen, 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 ausziehen. Sehr gut, dann kann es ja losgehen mit Der Schweiß ist heiß. So, Frage 1. Also, drin, gut. 90 Grad. Also, Frage 1. Was stellte das finnische Unternehmen Nokia her, bevor es ein Telekommunikationskonzern wurde? Waren es A, Gummistiefel oder B, Wasserpumpen? Beide falsch, nein. Beide falsch. Fuck. Für Faisal ist hier Micky Krause. Sie sind dabei. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier. Und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen. Denn ich mein Halbzeit. Muss sagen, bitte. Luke, du kriegst auch Besuch. Du kriegst Damenbesuch. Und hier ist für dich Gina Lisa. Komm rein, rein.
Lass weitermachen. Frage 2. Welches berühmte Computerspiel wurde in Finnland erfunden? War es Angry Birds oder Candy Crush? Angry Birds oder Candy Crush? Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Kann ich verstehen. Ich sag mal, ich hab Bock auf Besuch. Also, richtig ist, 2009 wurde von der finnischen Computerspielefirma Rovio das weltberühmte Spiel Angry Birds erfunden! Yeah! Ah, ist richtig! Für Luke gibt es Besuch, und zwar Professor Konrad Stöckel! Oh! Yeah! Langsam wird das voller. Alles klar. Frage 3. Was hat der finnische Ingenieur Matti Makkonen erfunden? War es A, die LED-Lampe oder B, die SMS? Was ist richtig? Seit Anfang der 90er Jahre bei Nokia im Einsatz der Short Message Service SMS. Die Antwort B ist richtig. Faisal, Besuch. Hier ist das Maskottchen des MSV Duisburg-Ennerts. Zebra, komm. Zebra, Streifen, weißen Blau. Zebra, Streifen, weißen Blau. Ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Zebra, Streifen, weißen Blau. Okay. Achtung. Jetzt kann er in Ruhe sterben. Achtung, aufpassen. Wie hieß die finnische Währungseinheit vor der Einführung des Euro? War es A, das finnische Pfund oder B, die finnische Mark? Krone. Finnische Pfund oder finnische Mark? Ihr sagt beide A. Ja. Die Finnen, die ja jetzt zur Eurozone gehören und mittlerweile übrigens die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft haben, Gott sei Dank, hatten vorher die Währungseinheit finnische Mark. Scheiße! Hier ist für euch Melanie Müller ist dabei. Für Männer, die ist immer noch Platz. Super. Welcher berühmte Tanz ist in Finnland genauso beliebt wie in Argentinien? A. Der finnische Mambo oder B. Der finnische Tango? Finnische Tango! Achtung, hier ist für dich Echo Fresh! Welches Tier ist das Nationaltier der Finnen? Ist es A, der Braunbär oder B, der Seeadler? Den Bären. Es gibt Besuch für Faisal, den Footballer Nummer 1. Da ist er. Hallo. Gästeliste? Du stehst auf der Gästeliste? Oh! Du Ehrenloser! Ein weiterer Besuchshöhepunkt. Luki, ja. Hier ist für dich Dennis aus Hürth! Yeah.
Sehr schön. Kommt gerade von der Tankstelle. Mach doch mal Fenster auf, das ist doch nicht normal. Ich staune, wie viele Leute da reingehen. Das ist wirklich verrückt. Ich wollte ja ein bisschen den Schweiß ablecken. Okay, weiter. Weiter. Schnappi ist tot. Frage Nummer 8. Welcher skurrile Wettkampf existiert nicht in Finnland? A. Das Mückenklatschen oder B. Das Nacktangeln? Das was? Das Nacktrammeln? Nacktangeln. Angeln. Das Fischen. Das gibt es nicht. Ich möchte da nicht, nichts Schlimmes sagen, aber kann jemand ein Krokodil wiederbeleben? Schnappi, alles gut? Schnappi, klatsch. Ich sag mal. Ich hab gefurzt, tut mir leid. Oh! Sack! B ist richtig. Das yes! Hier ist Footballer Nummer 2. Nein. Du Arschloch! Oh mein Gott! Du dreckiges Arschloch! Meine Haare brennen! Okay, Freunde. Frage Nummer 9, aufpassen! Welcher besondere Gedenktag steht in Finnland am 13. Oktober im Kalender? Ist es A, der Tag des Verschlafens oder B, der Tag des Versagens? Ist mir scheißegal, Hauptsache keiner kommt mehr rein. Hast du Knoblauch gegessen oder was? Nee, ich hab Knoblauch. Welche Antwort ist richtig? Ja. Sehr gut. Der Tag des Verschlafens wird in Finnland seit dem 27. Juli begangen. Aber am 13. Oktober ist Finnland der Tag des Versagens. Ja, ja, mach weiter, Alter. Hier ist richtig heiß, Mann. Antwort B ist richtig. Was? Antwort B wäre richtig gewesen. Was? Ja. Ja. Was soll das? Ist so. Ja, geht schon nicht. Ihr kriegt Besuch. Ja. Footballer Nummer 3. Alter, und Footballer Nummer 4. Wie viele seid ihr denn? Kriegen wir hin. Nein, das reicht doch. Komm, da geht noch. Hier, da. Versuch mich nicht an. Heiße Steine! Komm rein. Finnland ist das Land der skurrilen Weltmeisterschaften. In welcher Disziplin liegt der aktuelle Weltrekord bei 136,75 Metern? Ist es A, das Ehefrauen tragen oder B, der Handy-Weitwurf? Die offizielle Weltmeisterschaft im Ehefrautragen gibt es aber tatsächlich auch. Ist aber B richtig. B ist richtig! Yes. Handy Weitwurf. Dann hätten wir gerne jemanden aus dem Publikum. Bitteschön. Ja, lasst euch Zeit, kein Thema. Natürlich. Bitte sehr. So, jetzt ich mein Arsch! Wow! Geht doch! Geht doch! Heute Glück, du! Wir sind noch nicht am Ende. Wir machen weiter. Antwort. Frage Nummer 12. Hat Finnland A pro Kopf die meisten olympischen Medaillengewinner der Welt oder B pro Kopf die meisten Handfeuerwaffenlizenzen der Welt? Meisten Medaillen oder Handfeuerwaffen? Also ich höre nichts, aber ich nehme einfach das da. Ist das gültig? Keiner, ja. Es stimmt! Es sind...
bei insgesamt 5,5 Millionen Einwohnern in Finnland kommen auf 1 Million Menschen 85 olympische Medaillen. Mehr gibt es statistisch in keinem anderen Land der Welt. A ist richtig. Luke, aus dem Publikum. So, wer ist dabei? Wer kommt? Du bist dabei. Bitte schön, einfach weiter. Alles cool. Lebt das Zebra noch? Oder bringen wir es direkt zu Netto? Okay. Hallo, Armlängeabstand, Armlängeabstand. Jetzt weiß ich auch, warum das Sauna heißt, wenn man sich sau nahe kommt. Frage Nummer 13. Achtung, wie lautet der Spitzname von Rennfahrer Kimi Räikkönen? Ist es A, der Iceman oder B, der Snowman? Ihr habt das selber angerichtet, ist falsch. A ist richtig, der Iceman. Ihr kriegt Besuch. Aus dem Publikum hätten wir gerne. Du, da hinten, ja, genau. Irgendwo, wo du willst. Kannst da rein, kannst da rein. Einen hätten wir gerne noch. Da rein. Geh einfach rein. Alter, nicht so einfach. Ja, ich hab keinen Botzer gehabt. Das Ding fällt auseinander. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist zu Ende. Wir haben einen Gewinner. Und dieser Gewinner heißt Luke Mockridge.